Albert Anker, Ferdinand Hodler, Giovanni Giacometti. Der Christoph Bloche ist leidenschaftlicher Kunstsammler. Jetzt zeigt das Museum Oskar Reinhardt in Winterthur die Werke aus seiner Privatsammlung. Genau eine Woche vor den Nationalrats- und Ständeratswahlen. Ist das politisches Kalkül oder reiner Zufall? Ja, ich mache die Ausstellung nicht, die gehört nicht mir. Das ist das Reinhardt-Museum, das die macht. Die sind auf mich zugekommen, vor einem Jahr ungefähr, und haben gesagt, sie möchten gerne in diesem Zeitraum die Ausstellung machen. Für seine Gemälde hat Christoph Bloche viel Geld ausgegeben. 7,5 Millionen Franken kostet allein das Gemälde «Turnstunde in Ins» von Albert Anker. Der SVP-Vize hat viele Lieblingsgemälde. Eins sticht für ihn besonders raus. Das ist jetzt eines meiner grossen Lieblingsbilder von Albert Anker. Ein ganz einfaches Mädchen. Das heisst auch Bildnis eines Mädchens. Wer es ist, weiss man nicht. Und das hängt bei mir zu Hause im Esszimmer. Das kenne ich also seit 15, 20 Jahren. Sehe ich das jeden Tag mehrmals und fasziniert mich immer wieder. 83 Bilder hängen aus seiner Sammlung im Museum. Wie viel Geld er insgesamt dafür ausgegeben hat, weiss er nicht. Der Wert sei für ihn nicht relevant.